Die Zahlenmengen. Schon sehr früh erkannten die Hirten die Notwendigkeit der natürlichen Zahlen, um ihre Schafe zählen zu können. Dieser Buchstabe N bezeichnet die Menge aller natürlichen Zahlen. Wenn im Winter die Temperatur von 5 Grad noch um 7 Grad fällt, so verlässt man die Menge der natürlichen Zahlen. Und so erkennt man auch die Notwendigkeit der Erweiterung dieser Menge zur Menge Z, Menge der ganzen Zahlen, wo dann die Temperatur von minus 2 Grad erscheint. Möchte man den Bruchteil eines Ganzen, wie hier zum Beispiel ein Achtel, berechnen, so erkennt man die Notwendigkeit der Erweiterung der Menge Z zur Menge Q. Menge der rationalen Zahlen. Eine Zahl heißt rational, wenn man sie in Form eines Bruches von zwei ganzen Zahlen schreiben kann. Sucht man die Länge der Diagonalen eines Quadrats, so stößt man sehr schnell auf die Zahl Quadratwurzel von 2 und diese Zahl kann man nicht in Form eines Bruches von zwei ganzen Zahlen schreiben. Diese Zahl ist also nicht rational, sie ist irrational. Teilt man den Umfang eines Kreises durch die Länge seines Durchmessers, so stößt man auf die Kreiszahl Pi, die ebenfalls irrational ist. Die Menge, die alle rationalen Zahlen sowie auch alle irrationalen Zahlen enthält, die wird mit dem Buchstaben R bezeichnet und R ist die Menge aller reellen Zahlen. Kommen wir nochmal darauf zurück. Eine rationale Zahl kann man in Bruchform von zwei ganzen Zahlen schreiben. Wie geht man dazu vor? Nehmen wir einmal an, wir haben die Zahl 1,75, bei der die Zahl irgendwo hinter dem Komma aufhört. Dann ist einfach 1,75, das sind 175 Hundertstel. Wir kürzen diesen Bruch noch und fertig. Schwieriger wird es, wenn wir eine Dezimalzahl haben, die hinter dem Komma niemals aufhört, die aber eine Periode aufweist. Wir sehen hier deutlich die Periode 23. In diesem Beispiel sehen wir sogar eine Ziffer hinter dem Komma, die der Periode gar nicht angehört. Wir möchten jetzt diese Zahl in Form von einem Bruch zweier ganzen Zahlen schreiben. Dann schreiben wir zuerst mal den Bruchstrich hin und gehen wie folgt vor. Wir setzen in der Zahl das Komma hinter die erste Periode und lassen dann den Dezimalteil fallen. Ich zeige das mal so. Das Komma ist auch weg. Wir erhalten so die Zahl 5423, die wir im Zähler schon mal festhalten. Jetzt setzt man das Komma vor die erste Periode und lässt dann den Dezimalteil fallen. Das sieht dann so aus und wir erhalten dann die Zahl 54. Auch die halten wir im Zähler fest und ziehen diese 54 von der Zahl 5423 ab. Den Zähler vom Bruch haben wir schon mal. Jetzt der Nenner. Der Nenner wird gebildet aus so vielen Neunen, wie Ziffern in der Periode sind. Wir sehen die zwei Ziffern 2, 3, 2, 3, 2, 3 in der Periode. Also schreiben wir hier im Nenner schon mal 2 Neune hin. Und jetzt diese Zahl 99 wird noch gefolgt von so vielen Nullen, wie in der Dezimalzahl Dezimalstellen hinter dem Komma sind, die in der Periode nicht angehören. Da ist eine Ziffer hinter dem Komma, die der Periode nicht angehört. Also setzen wir hier hinter der 99 eine Null. Der Zähler wird noch ausgerechnet und somit haben wir diese Dezimalzahl in Bruchform geschrieben,
Diesen Bruch kann man nicht mehr kürzen. Okay, eine andere Sache. Eben sagte ich, dass man die Quadratwurzel von 2, diese Dezimalzahl, nicht in Form eines Bruches von 2 ganzen Zahlen schreiben kann. Dazu eine Anekdote. Einst sagte ein griechischer Schüler namens Hippasus zu seinem Mathematiklehrer, zu seinem berühmten Mathematiklehrer namens Pythagoras: Herr Lehrer, es gibt Zahlen, die kann man nicht in Bruchform schreiben. Pythagoras kannte aber keine irrationalen Zahlen, er kannte nur die rationalen Zahlen und sagte seinem Schüler: Schweig, sowas gibt's nicht. Doch, Herr Lehrer, ich kann's beweisen, du sollst schweigen, sowas gibt es nicht. 2 Tage danach fand man Hippasus ertränkt und es heißt in der Legende, die Pythagoreer, das heißt die Anhänger von Pythagoras, hätten den Schüler Hippasus aus diesem Grunde ertränkt. Aber Hippasus konnte es wirklich beweisen. Das ist das größte Drama in der Geschichte der Mathematik. Wie ging Hippasus vor? Er sagte: Seien 2 ganze Zahlen a und b so, dass man den Bruch a geteilt durch b nicht mehr kürzen kann. Und nehmen wir mal einfach an, dieser Bruch a auf b sei gleich zur Quadratwurzel von 2. Also um zu beweisen, dass man Quadratwurzel von 2 gar nicht in Form eines Bruches von 2 ganzen Zahlen schreiben kann, nehmen wir mal einfach das Gegenteil an. Man könnte es wohl. Anhand von dieser Annahme, dass man Wurzel 2 durch so einen Bruch darstellen kann, legte Hippasus los mit seinem Beweis. Er sagte, wenn a auf b Wurzel 2 ist, dann muss a Wurzel 2b sein. Also muss a Quadrat 2 mal b Quadrat sein. Und somit sehen wir, dass die Zahl a Quadrat gerade sein muss. Und wenn eine Zahl a hoch 2 gerade ist, dann bedeutet das, dass die Basis a gerade sein muss, denn das Quadrat einer ungeraden Zahl ergibt eine ungerade Zahl. Somit wissen wir schon mal, die Zahl a, die da oben steht, muss gerade sein. Also gibt es eine ganze Zahl c, deren doppelter Wert die Zahl a ergibt. Daraus schließen wir, dass a hoch 2 4c Quadrat sein muss. Wir wissen aber von da, dass a hoch 2 auch gleich zu b Quadrat ist. Halten wir das mal fest und fügen beide Ideen zusammen. Wenn 2b Quadrat a Quadrat ist und 4c Quadrat auch a Quadrat ist, dann muss 2b Quadrat gleich zu 4c Quadrat sein. In dieser Gleichheit teilen wir alles durch 2 und finden somit, dass b Quadrat 2 mal c Quadrat sein muss. Daraus schließen wir also, dass die Zahl b Quadrat gerade sein muss. Und genau wie eben bei a, wenn b Quadrat gerade ist, dann muss die Zahl b auch gerade sein. Aber da haben wir jetzt ein Problem. Hier entsteht ein Widerspruch. Da oben hatten wir gesagt, dass man den Bruch a auf b nicht mehr kürzen kann. Und hier finden wir durch diese Annahme, dass a gerade sein muss und b auch. Dann könnte man aber den Bruch noch kürzen, indem man durch 2 teilt. Da entsteht also ein Widerspruch und somit muss die Zahl Quadratwurzel von 2 irrational sein. Noch einige Erkenntnisse zu den Zahlenmengen. Die Menge n ist Teilmenge von der Menge z, die wiederum ist Teilmenge von der Menge q und die ist wieder Teilmenge von der Menge r.
Schauen wir mal einige Beispiele. Ich möchte jetzt diese vier reellen Zahlen in dieses Venn-Diagramm einfügen. Die Zahl 3, die ist natürlich, gehört also in die Menge n hinein. Die Zahl minus 4, die ist nicht natürlich, die gehört also nicht da hinein, aber sie gehört in der Menge z. Also setzen wir die Zahl minus 4 in z hinein, aber nicht in n. Sie findet da ihren Platz. Die Zahl 2 Drittel ist rational, also befindet die sich in q. Sie ist aber nicht ganz, also muss sie außerhalb von z, aber innerhalb von q liegen. Da ist ihr Platz. Die Zahl Quadratwurzel von 5 ist irrational. Auch diese Zahl kann man nicht in Form eines Bruches schreiben. Die gehört also da hinein. Man kann jede Irrational mit beliebiger Genauigkeit zwischen zwei rationalen Zahlen stecken. Wie macht man das? Zum Beispiel die Quadratwurzel von 2, die muss zwischen 1 und 2 liegen. Warum? Weil das Quadrat von 1 ist streng kleiner als das Quadrat von Quadratwurzel von 2 und diese Zahl ist wiederum streng kleiner als das Quadrat von 2. Woraus wir schließen, 1 ist streng kleiner als 2, ist streng kleiner als 4. Die 2 liegt streng zwischen 1 und 4. Und wenn man die Quadratwurzeln von den drei Zahlen berechnet, dann muss die Reihenfolge erhalten bleiben, weil es sich hier um lauter streng positive Zahlen handelt. Möchte man es präziser haben mit einer Dezimalstelle? In dieser Ungleichheit nehmen wir die Quadrate der drei Zahlen und stellen fest, dass die 2 effektiv zwischen 1,4 im Quadrat und 1,5 im Quadrat liegt. Diese Ungleichheit zwischen den drei positiven Zahlen muss erhalten bleiben, wenn man von diesen drei positiven Zahlen die Quadratwurzeln berechnet. Möchte man es noch präziser haben, dann nimmt man eben 2 Dezimalstellen. Noch präziser 3 und so weiter und so weiter. Man kann also jede irrationale Zahl mit beliebiger Genauigkeit zwischen zwei rationalen Zahlen quetschen. Und somit hat jede reelle Zahl auf diesem Zahlenstrahl R genau seinen Platz. Die natürliche Zahl 5 findet hier genau ihren Platz. Die rationale Zahl minus ein halbes hat hier ihren Platz. Und die zwei irrationalen Zahlen, Wurzel 2 und Pi, finden hier ihren Platz. Die Menge R wird also schon mal dargestellt durch ein Venn-Diagramm. Man stellt sie aber auch sehr häufig dar durch einen Zahlenstrahl, das bedeutet orientiert nach rechts. Und auf diesem Strahl legt man die zwei Zahlen 0 und 1 fest. Soweit zu den Zahlen.